Alles war bereit für Mendocinos Auftritt in der Hongkong Vase. Doch dann stieg der von Sarah Steinberg für den Stall Salzburg trainierte Adlerflugsohn in der Maschine und war nicht zum Abspringen zu bewegen. Das Rennen fand ohne ihn statt. Das hat ein Trainer auch nicht alle Jahre. Markus Klug verlor im vergangenen Jahr sowohl das Derby als auch die Diana jeweils nur ganz knapp. Im Derby unterlag Schwarzer Peter mit einem kurzen Kopf, Wagnis fehlte in der Diana nur ein Kopf. Sibylle Vogt, die Schweizer Amazone, stand nach eigenen Angaben vor ihrer besten Saison, doch dann stürzte sie erst in Bad Harzburg und dann in Mülheim. Die Diagnose? Eine Fraktur an der Halswirbelsäule. Viele Wochen musste sie zuschauen, doch knüpfte sie dann nahtlos an ihre tolle Form an. Der übertriebene Peitscheneinsatz von Andra Starke in der Kölner Union ist eher kein Pech, wohl aber die Tatsache, dass der Top-Jockey aufgrund der Sperre just das deutsche Derby verpasste. Hamburg ohne Starke war für viele nicht vorstellbar, 2022 aber Realität. Der von Marcel Weiß für das Gestüt Ittlingen trainierte Loft wurde nach Siegen im Oleanderrennen und im Belmont Gold Cup verkauft und auf den Melbourne Cup vorbereitet. Doch wenige Tage vor dem Rennen stellten die Tierärzte eine Verletzung fest. Nichts Schlimmes, aber ein Start im Cup war nicht möglich. So reiste das Team um Marcel Weiß unverrichteter Dinge wieder ab.